Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen auf der magischen Reise zu den schönsten Musicals und Shows von Stage Entertainment. Ich bin auf die gesamte Reise gespannt. Das gibt eine riesen Vielfalt an Shows und jede ist auf ihre ganz eigene Weise was Besonderes. Und mit jeder neuen Show, die ich sehen darf, die ich erleben darf oder die wir entwickeln, passiert wieder ein ganz, ganz neuer Prozess. Es werden andere Geschichten erzählt, du nutzt andere Musikrichtungen, andere Beteiligte sind dabei. Und ich habe das große Glück, all das sehr eng begleiten zu dürfen und eine Tina Turner treffen zu können, einen Choreografen für ein Stück wie Anastasia. Das macht einfach immer wieder aufs Neue Spaß, weil immer wieder neue kreative Ideen und Gedanken dabei eine Rolle spielen. Und dann zu merken, dass den Gästen das auch wirklich Freude bereitet, das ist der schönste Lohn. Unser erster Halt führt uns nach St. Petersburg. Nein, nicht wirklich. Aber da spielt unsere allererste Musical-Geschichte, nämlich Anastasia. Die Geschichte über die letzte Zarentochter der Romanows. Ich arbeite im Vertrieb für Stuttgart und für die Theater in Stuttgart. Und ja, Anastasia ist jetzt bei uns im Theater und man kriegt alles mit. Und ich bin dafür zuständig, dass ganz viele Menschen sich Anastasia anschauen. Anastasia ist toll, es verführt in eine Märchenwelt. Die Musik ist sensationell. Es gibt ganz märchenhafte Songs, dann gibt es schnelle Songs. Und bei den Tänzen zum Beispiel, wir haben Walzertänze, wir haben Ballett mit dabei. Und dann kommt der Swing der 20er Jahre in Paris, womit man gar nicht rechnet, dass das alles in einem Stück vorkommen kann. Und dazu kommt ein irres Bühnenbild mit einer großen LED-Wand, wodurch tatsächlich man als Gast mitgenommen wird in die ganze Geschichte. Und das macht, glaube ich, diese Magie von Anastasia einfach aus. Eine heiße Tasse Schokolade in der Hand, das ist das Gefühl, was Anastasia dir mitgibt, wenn du gehst. Du bist glücklich. Tada! Peter, herzlich willkommen. Komm zu uns. Komm rein in den Bus. Nimm Platz, hier ist ein Danke, danke, danke. So, und nun? Was machen wir als nächstes? Ich wäre ja für Tina Turner. Tina Turner. Ja? Simply the best. Ich bin die Geschäftsführerin für Stage Entertainment Deutschland und das ist natürlich ein Privileg, dass wenn man ein neues Produkt an den Markt bringen will, dass man ganz am Anfang direkt dabei sein kann. Und so war es auch bei der Ideeentwicklung dafür, dass wir mit Tina Turner ein Musical entwickeln wollten, mit der Musik von Tina Turner über das Leben von Tina Turner. Da ist zuallererst dieses Lachen. Hi everybody, this is Tina. Das fand ich unglaublich beeindruckend, das in echt zu sehen. Also man trifft sie und dann kriegt sie irgendwann einen ihrer typischen Lachkrämpfe. Und das ist so ansteckend und da ist eben sehr viel Freude am Leben drin. I give you all my blessings. Thank you so much. Sie ist eine kleine Person. Unglaublich vital und eigentlich von ihrer Geschichte her ja überlebensgroß und dabei ist sie so normal.
Was ganz toll ist, ist, dass man dieser Ikone nahe kommt, wo man denkt, meine Güte, da ist aber einiges drin, das war ja nicht leicht. Und was die Person hat, also auch wenn man sie echt erlebt, und ich glaube, das kommt in der Show auch ganz toll rüber, ist, dass sie jemand ist, die nach vorne guckt und immer hoffnungsfroh ist. Also immer, egal wie hart es irgendwann zwischendurch mal ist oder wie das Leben ihr so mitgespielt hat zwischendurch, dass sie vorwärts guckt und immer die Hoffnung behält. Das ist, glaube ich, auch das, was die Show liefert. Die gibt einem Kraft und zeigt, es ist eine starke Frau, die ganz viel erreicht hat in ihrem Leben, die sehr echt bleibt dabei und sehr menschlich ist. Enjoy and let me know how you like it. I would do anything for love. Wer kennt sie nicht, die großen Hits von Meatloaf? Da geht's jetzt als nächstes hin. Bat Out of Hell. Das verspricht, als Deutschlandpremiere eine ganz große Nummer zu werden. Ich bin im Finanzbereich tätig, was mir sehr, sehr viel Spaß macht. Und viele immer sagen, ja, Finanzen, Buchhaltung. Aber nein, bei uns im Unternehmen ist das wirklich total schön, am Anfang der Produktion dabei zu sein und zum Schluss auch das Gesamtergebnis zu sehen. Das ist einfach fantastisch und das macht unheimlich viel Spaß. Und wenn wir neue Produktionen haben, wie jetzt auch Bat Out of Hell, ist das natürlich super spannend. Die Musik, Meat Love, das ist einfach der Knaller. Und dann sieht man die Show tatsächlich und dann denkt man, wow, wofür arbeitest du? Das ist einfach total klasse. Und was mir an diesem Musical besonders auch gefällt, ist, dass wir junge Talente sehen mit sehr erfahrenen Musical-Darstellern. Und das ist für mich persönlich ganz, ganz wichtig. Ich habe auch zwei erwachsene Söhne. Und ich finde es einfach toll, wenn jung mit erfahren zusammen etwas auf die Bühne bringt. Und das ist einfach toll. Was mich sehr, sehr beeindruckt hat, ist tatsächlich auch das Bühnenbild, weil das einfach eine tolle Technik ist. Also für Technik-Freaks ist das die absolute Highlight-Show. Also es wird auf drei Ebenen wird das Bühnenbild erscheinen. Wir haben Feuereffekte drin und das flasht einen einfach. Und es hat alle Komponenten, die man braucht, um einfach mal für 2 bis 3 Stunden wegzutauchen. Ich kann es wirklich nur jedem empfehlen. Geht rein, Bat Out of Hell, direkt vom West End London nach Oberhausen. Total schön. Petra von hallo, Bat Out of Hell Stefan. In den Bus. Ja, komm zu uns. Klasse, toll, dass du da bist. Ja. Was meint ihr? Wo geht's als nächstes hin? Doch, ja, eine schöne Idee. Eine Mörderidee. Okay, schieß los. Musical trifft Artistik. Cirque du Soleil, Paramour. Ich bin Executive Producer, das bedeutet, ich bin die ausführende Produzentin für alle unsere Musicals, die wir in Deutschland auf die Bühne bringen, in unseren tollen Theatern. Und jetzt habe ich eben auch die große Ehre, Cirque du Soleil Paramour zu produzieren in Hamburg. Wir haben uns die Show am Broadway angeschaut und fanden die einfach wunderschön und haben gedacht, das ist genau das, was wir brauchen hier in Hamburg. Und es kommt für uns eine ganz neue Welt dazu, die wir so noch nicht kennen. Also die Show hat noch eine vierte Dimension. Wir haben ja normalerweise so ein Dreisparten-Musical. Also es gibt natürlich Schauspiel, Gesang und den Tanz. Und jetzt kommt noch die Akrobatik dazu. Und wir lernen gerade ganz viel. Wie gesagt, es ist eine neue Welt für uns, die aber unglaublich spannend ist, aber eben auch wieder ihre eigenen Herausforderungen mit sich bringt. Die Show ist so ein unglaubliches Entertainment-Feuer, das wir
sofort wussten, dass das toll in unseren großen Häusern in Deutschland passen würde. Weil es gibt viel zu sehen, es gibt eine anrührende Geschichte, es ist eine Liebesgeschichte, eine Frau muss sich zwischen zwei Männern entscheiden. Es gibt diese tolle Artistik dazu, es gibt ein wunderbares großes Bühnenbild, es gibt tolle Kostüme. Also die Show hat einfach alles, was man sich, glaube ich, wünscht, wenn man ein großes Musical produzieren will. Ich glaube, was wir auf jeden Fall mit der Show auslösen werden, ist, dass die Leute beeindruckt nach Hause gehen. Also es ist wirklich etwas, was man vorher so auf einer deutschen Bühne noch nie gesehen hat. Es ist sehr emotional und man hat bestimmt ganz viele Wow-Momente, wo man denkt so, wow, wie haben sie das jetzt gemacht? Ich verkaufe für Stage Entertainment seit 17 Jahren, so lange gibt es den König der Löwen schon, Reisepakete mit der nationalen Bustouristik. Und wir bringen jedes Jahr Millionen von Gästen in unsere Theater. Mittlerweile sind es ja schon 13 Millionen, die in Hamburg Disneys der König der Löwen gesucht haben. Es ist wirklich einmalig. Wenn die Sonne aufgeht und Rafiki ihre großartige Stimme erklingen lässt, da taucht man schon sofort in die farbenprächtige Welt Afrikas ein. Und das zeichnet das Musical auch aus, dass man sofort aus dem Alltag entflieht, dass man sofort mitgenommen wird. Mich begeistert wirklich von Anfang bis Ende alles. Es sind vor allem auch die Kostüme, dann die vielen Masken, 300 sind im Einsatz, über 600 Kostüme sind im Einsatz. Die Darsteller geben jeden Abend eine grandiose Leistung. Ich persönlich habe den Disney's Der König der Löwen schon über 100 Mal gesehen und weiß, wovon ich spreche. Es ist jeden Abend einfach nur ein Genuss, dieses Stück zu sehen. Stefan! Dich brauchen wir jetzt. Schön! So, wo geht's als nächstes hin? Ich arbeite bei Stage Entertainment im Marketing und bin verantwortlich für die Musicals und Shows, die wir in Berlin spielen. Und ab April nächsten Jahres kommt ein ganz tolles neues Musical nach Berlin. Und soll ich schon verraten, wie es heißt? Ja, das neue Musical wird heißen The Band, das Musical. Und das ist ein Musical mit der Musik von Take That. Das Boyband-Fieber kommt auf die Bühne. Diese Songs bleiben auch auf Englisch, sodass wir alle fleißig mitsingen können. Und wir erleben fünf junge Mädels, die für eine Boygroup schwärmen und aber auch noch ganz viele andere Themen bedienen. Also wir haben in unseren jungen Jahren Träume, wir haben unsere Probleme, es geht um auch Verlust, um Liebe. Man lacht ganz viel, man hat aber auch rührende Momente, aber insgesamt hat man Spaß. Bei mir war es so, dass ich sofort so ein Flashback in meine Jugend hatte. Sofort dachte, Gott, für wen habe ich geschwärmt und diese Emotionen wieder gespürt habe und habe auch sofort wieder diese Probleme gespürt, die ich damals hatte. Diese großen Probleme, die man so als Jugendlicher hat. Das ist, jeder findet sich darin wieder. Zu diesem Gefühl, zu diesem Schwärmen. Man ist jetzt nicht einfach dabei und guckt zu, sondern man spürt mit und findet sich wieder. Und ich finde das auch so faszinierend, dass die Songs auch in die Geschichte passen. Also es ist fast auch wieder wie ein Konzert. Das ist eine schöne Mischung.
Montmartre, Sacré-Cœur, Paris. Ich träume mich gerade in die fabelhafte Welt der Amélie. Unser nächster Stopp. Ich spiele die Amélie. Und ich finde es so toll an ihr, dass sie einfach nichts Böses vom Menschen denkt, sondern einfach geschehen lässt und jeden so sein lässt, wie er ist. Viele Leute beobachten ja Dinge, aber sie beobachtet die Dinge anders und zwar auch so, dass sie es nicht bewertet. Sie lässt es einfach auf sich wirken und das finde ich so schön. Die Liebe zum Detail, diese kleinen Dinge im Leben, das ist das, was mich, glaube ich, mit ihr verbindet. Ich freue mich total auf die Proben, die Musik zum ersten Mal zu hören und die Kollegen natürlich und wie da die Chemie sein wird. Ich habe ja auch einen Spielpartner, mit dem ich Liebesszenen spielen muss und ich freue mich einfach total auf die Erfahrung. Ich glaube, es wird sehr, sehr süß und fein und sehr elegant und hübsch. Es wird einfach schön. So, ich freue mich total darauf und ich glaube, in München, das wird was ganz Besonderes werden. Hey Sandra, komm zu uns. Klasse. Sandra, hey. Nach einem Musical mit einer fabelhaften weiblichen Hauptdarstellerin, gibt es wieder eins mit einer Frau im Mittelpunkt, die hat zwei kleine Kinder zu betreuen. Welches könnte es sein? Mary Poppins? Mary Poppins, genau, richtig. Würdest du da mal gerne mitspielen wollen? Ja. Würdest du in die Show gehen? Na klar, hallo, einmal übers Publikum fliegen, das wäre schön. Dann gehen wir fliegen bei Mary Poppins. Ja! Ja, meine Verbindung zu Mary Poppins ist eine ziemlich persönliche. Ich darf Mary Poppins spielen jeden Abend auf der Bühne. Ich finde, was bei dem Stück unglaublich toll gelungen ist, ist, das Publikum mitzunehmen in die Geschichte, die so einfach ist und so wichtig gleichzeitig. In dem Moment, wo ich das Haus betrete von der Familie Banks, ist der erste Gedanke, den ich erstmal habe, ist halt so, so, ich bin jetzt da, alles wird gut. Weil sie kommt nur, wenn sie gebraucht wird. Ja? Sie kommt nicht einfach irgendwo hin aus Spaß, sondern es ist immer ganz, ganz klar, es gibt niemand anderen an der Stelle, der die ganze Sache jetzt noch retten kann. Nur noch Mary Poppins. Eigentlich ist dieses Wort. Was ich so interessant finde an ihr ist, dass sie auch streng ist, ja? Dass sie auch ihre Position vertritt und dass sie auch sagt einfach ganz klar heraus, sie möchte niemandem gefallen. Das braucht sie nicht. Und deswegen gibt es ihr zwar dieses Rettende und auch dieses Schöne, sie hat ja auch Spaß bei der ganzen Geschichte, aber eben man kann sich an ihr auch festhalten, man kann sich auf sie verlassen. Und ich glaube, dieses Vertrauen zu ihr kommt dadurch, dass sie eben nicht immer nur schöne Dinge sagt. Ich glaube, was Mary Poppins so besonders macht, ist einfach, dass von allem etwas dabei ist. Man geht rein, man kann ganz, ganz viel lachen. Man weint aber auch garantiert in der Show. Und man sieht unglaublich tolle Choreografien, man sieht unglaublich tolle Kostüme. Und am Ende der Show geht man nach Hause und weiß, ja, es wird alles gut. Blaue Schilder, blauer Himmel, blaue Fahnen sehe ich hier. Das ist der Akzent für unseren nächsten Stop. Wir gehen zu Blumen Group. Drei verrückte Jungs, durchgeknallt, blau angemalt, reden kein Wort. Da geht's als nächstes hin.
Es ist so, dass ich schon lange in dem Unternehmen bin und Blumengroup seit mehr als 15 Jahren verkaufen darf. Sowohl im internationalen als auch im nationalen Bereich. Und es macht viel, viel Spaß. Es liegt an der Show. Die Show ist verrückt. Die Show ist verrückt insofern, die ist energiegeladen mit viel Musik, hat eine Menge an Comedy zu bieten, Wissenschaft ist dort drin, Pantomime ist im Spiel, also ein riesengroßes Spektrum und das macht die Show einfach besonders. Ready, go. Also was mir wirklich besonders gefällt, ist diese Energie und jeder Abend ist anders und verläuft auch anders und zwar aus folgendem Grunde. Es ist eine interaktive Show, das bedeutet, dass die Zuschauer mit einbezogen werden. Wenn man möchte, ist alles freiwillig und man geht völlig beschwingt nach Hause. Sven, Mr. Blumen, komm rein. Hey, wie war's? Super, hat mir gefallen. Klasse. Komm, wir gehen rein hier. Stefan. Letzte Station. Leider, ja. Aber nochmal zu einem meiner Lieblingsshows. Wo geht's hin? Ich gebe dir einen Tipp und du musst es erraten. Okay. Genau, ich habe drei Wünsche frei. Du hast drei Wünsche frei. Du bist Ginny. Jawohl. Es geht zu Aladdin. Ich bin technischer Leiter, das heißt, ich bin für sämtliche Technik, die hier im Theater stattfindet, verantwortlich, sowohl für Ton, Licht als auch Bühne. Und das Reizvolle daran ist, dass das so komplex, wie es klingt, auch ist und dass die Aufgaben sehr vielfältig und nie eintönig sind. Aladdin ist das technisch aufwendigste Musical, was wir bei uns haben. Das ist bombastisch. Es ist so komplex, weil die meisten Antriebe koordiniert werden müssen. Zum Beispiel die fünf großen Häuser, die sich wie ein Ballett einfügen müssen. Das heißt, wir haben am Anfang den Häusern das Tanzen beigebracht. Und die Technik trägt insofern zur Magie bei, dass man sie nicht sieht. Und das macht das Magische aus. Meine Damen und Herren, leider sind wir schon am Ende unserer Reise angekommen. Das war ein toller Tag, voller toller Erlebnisse, voller toller Shows. Ich hoffe, Sie hatten genauso viel Spaß wie ich. Und ja, ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns vielleicht in der ein oder anderen Show noch einmal wiedersehen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Kommen Sie heute gut nach Hause und haben Sie vielen, vielen, vielen Dank. Auf Wiedersehen. Denn ganz egal, wo die Reise hingeht, sie geht auf jeden Fall zu einem großartigen Musical oder zu einer tollen Show von Stage Entertainment.